Grüezi miteinander. Es ist 11 Uhr. Wir würden gerne pünktlich mit unserem Webinar starten. Ich begrüße Sie recht herzlich zum dritten Webinar von unserer Webinarserie zum Thema MS Teams. Wir würden uns heute gerne mit dem Thema Governance und Lifecycle Management beschäftigen. Und nächstes Mal am Donnerstag, 30. April, wird der vierte Teil von unserer Webinarserie stattfinden. Vielleicht ganz kurz zu Beginn würden wir uns gerne vorstellen. Mein Name ist Maurus Hodel. Ich würde gerade kurz noch die Kamera einschalten, als wir uns sehen. Ich bin Consultant und Projektleiter bei der Beetroot AG. Und vielleicht Dani kurz noch du an deiner Seite. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Daniel Schneider, bin Senior Consulting Managing Partner, Gründer von der Firma Beetroot AG. Gut, danke vielmals, Dani. Wir würden die Kamera jetzt wieder ausschalten, dass wir uns aufs Wesentliche, auf den Content könnt fokussieren. Vielleicht ganz kurz, bevor es losgeht, noch ein paar Informationen bezüglich dem Ablauf vom Webinar. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die wie gewohnt in den Chat hineinschreiben. Wir würden die versuchen zu sammeln und zum Schluss oder im Anschluss an die Präsentation beantworten. Falls Sie über Übertragungsproblem haben, hat es einen Knopf, der heisst Neu verbinden. Der hilft meistens, dass man die Akustik und das Video zurückbekommt. Die Folie und das Video werden im Anschluss bzw. in den kommenden Tagen wieder zur Verfügung gestellt. Die finden Sie auf unserer Homepage und werden benachrichtigt. Vielleicht als kleine Empfehlung von unserer Seite zum aktuellen Mitverfolgen, was von der Beetroot AG so läuft, verfolgen Sie uns doch auf den sozialen Medien. Da sehen Sie, was für kommende Webinare aufgeschaltet werden und welche Themen wir aktuell gerade so bearbeiten. Vielleicht ganz kurz am Anfang noch der Werbeslider über Beetroot AG. Und zwar unser Kernthema ist der digitale Arbeitsplatz. Wir beschäftigen uns rund ums Thema vom digitalen Zusammenschaffen. Und zwar sind wir hier in zwei Geschäftsbereichen unterwegs, beziehungsweise in zwei Geschäftsfeldern. Zum einen haben wir das Thema Strategie und Beratung. Wir helfen Unternehmen und Organisationen, ihre IT auszurichten. Häufig schaffen wir hier mit der IT-Strategie, helfen die zu entwickeln und implementieren. Das ist jetzt weniger der Fokus heute. Heute wäre mehr der Fokus im Webinar hier rechts beim Thema Organisation und Zusammenarbeit. Wir beschäftigen uns viel mit dem Thema digitale Zusammenarbeit, mit Kollaborationslösungen. Und da bieten wir als ganzes Angebot an. Das ist von strategischer Analyse bis zur Implementierung, Betrieb und Unterhalt von so Kollaborationslösungen. Und dazu gehört natürlich auch Microsoft Teams. Genau. Da sehen Sie einige von unseren Kunden. Wir haben keinen spezifischen Branchenfokus. Wir arbeiten mit Organisationen von verschiedenen Größen und in verschiedenen Branchen. Nebst den fachlichen Themen, wo wir unterwegs sind, verfolgen wir auch ein starkes Thema Adoption und Change Management. Das Thema ist uns wichtig, weil uns geht es darum, dass wir so Lösungen wie Kollaborationslösungen erfolgreich und effizient können einführen können, sprich das Geld, das investiert wird, auch wieder zurück. Schnell und erfolgreich zurück in die Unternehmung gespielt wird. Und da bietet uns das Thema Adoption und Change Management viele Möglichkeiten. Wir sind auch da einer der ersten Microsoft-Partner gesehen in der Schweiz. Genau. Bevor wir vertieft ins Thema Governance würden einsteigen, würde ich noch mal ganz kurz einen Rückblick machen. Was ist MS Teams? Was kann MS Teams und was haben wir bereits miteinander angeschaut? Und zwar würden wir so starten, wir haben den ganzen Bereich angeschaut, rund um Kommunikation. Wir haben geschaut, wie man miteinander chatten, telefonieren, Meetings planen und durchführen. Zudem haben wir letztes Mal im letzten Webinar noch vertieft ins Thema Kollaboration hineingeschaut. Wie kann man in einem Team miteinander interagieren? Wie kann man kollaborieren? Wie kann man Content verteilen? Und da dient Microsoft Teams halt in der Office 365 Suite, das zentrale Produktivitäts-Hub,
ist ein zentraler Hub zum Einsteigen, wo man auf alle Applikationen Zugriff gewähren kann, wenn man es dann will. Und das in einem sicheren und gemanagten Umfeld. Genau, was wir angeschaut haben, wir haben sicher miteinander geschaut, wie ist Microsoft Teams aufgebaut, wie ist es strukturiert, wo finde ich was. Und letztes Mal haben wir noch einen vertiefteren Einblick gemacht in Kollaborationsteil, in Teamteil von Microsoft Teams, wie als man den kann spezifisch für sein Unternehmen einrichten kann. Falls da Fragen dazu sind oder falls Teilnehmer haben, die Fragen dazu haben, unsere Webinare von den letzten zwei Mal sind auf unserer Homepage aufgeschaltet. Ich würde jetzt gerne noch ein paar einleitende Worte machen zum Betrieb von Microsoft Teams, wie es das jetzt ein bisschen gewachsen ist in dieser Zeit, bevor ich nachher würde ihm Dani übergeben. Und zwar zeige ich euch da gerne mal gerade eine Kurve von der Verwendung von Microsoft Teams in dem jetzigen Umfeld, beziehungsweise in der jetzigen Zeit mit dem Corona-Fall und dieser ganzen Geschichte ist die Nutzung von Microsoft Teams extrem angestiegen. Wir sehen hier die letzten Monate bis zu 45 Millionen Nutzer. Das sind nicht einmal die ganz aktuellen Zahlen. Das wird sich noch weiter gesteigert haben. Und das bedeutet natürlich auch, dass Microsoft Teams zum Teil relativ rasch und relativ zügig eingeführt wurde. Jetzt so eine schnelle Einführung kann häufig auch zu Problemen führen. Manchmal nicht nur zu Problemen, manchmal auch zu Frustration bei den End-User. Wir würden uns heute darum kümmern, wie man die Frustration ein bisschen eindämmen kann aus Organisationssicht. Ich würde euch aber trotzdem gerne schnell mal zeigen oder aufzeigen, was unsere Erfahrungen sind, beziehungsweise was wir können, was das Problem in einer schnellen Einführung von Microsoft Teams kann mit sich bringen. Und zwar, was wir viel gehört, sind einfach dass die Richtlinien fehlen rund um Microsoft Teams, sprich der End-User weiß nicht, für was er Microsoft Teams soll benutzen, wie er es genau soll benutzen. Es führt oft dazu, dass es sehr viele Teams gibt in Microsoft Teams. Man kann den Überblick verlieren. Es kann Verwirrung stiften. Es kann sein, dass man durch die vielen Teams den Inhalt nicht mehr findet, den man mal gepostet hat, wo man sucht. Man findet nicht den gewünschten Content. Es kann aber auch bis zu ganz anderen Themen führen, rund um Compliance, durch die Einführung der Teams, dass Apps genehmigt werden oder genutzt werden von der O365 Suite oder sogar darüber hinaus, wo die Organisation nicht so auf dem Radar hatte. Und da gibt es noch Probleme, wie dass es schwierig ist, Teams zu bestellen, dass es technische Probleme kann geben bei Übertragungen, Audio und Video. Ich würde Ihnen gerne kurz einige von diesen Problemen direkt im Teams veranschaulichen. Ich würde jetzt für das PowerPoint beenden und ins Teams wechseln. Und würde das Ihnen gerne in unserer Demo-Umgebung zeigen. Das erste Thema, das ich angesprochen habe, ist, dass es schnell viele Teams geben kann. Wir sehen es so, ich habe schon einige Teams, die sind zu verschiedenen Themen, die können abteilungsspezifisch sein, die können projektspezifisch sein und so weiter. Die können unterschiedlich benannt sein. Man hat zwar die Möglichkeit, die ein- und auszublenden, aber man sieht, es gibt rasch viele Teams. Jetzt kann das auch zu Verwirrung führen, wenn es nicht geregelt ist, für was ein Team erstellt wird. Ich würde Ihnen gerne mal ein Beispiel zeigen. Wir haben hier ein Marketing-Team, haben hier einen Kanal, der allgemein heisst, der immer besteht. Und dann hier zum Beispiel auch Dateien ablegen. Wir dann hier unseren Marketing-Ordner Präsentation ablegen. Jetzt kann das verwirrend sein. Wir haben hier Dateien in unserem allgemeinen Kanal, aber wir haben auch noch einen Kanal, der gleich benannt ist wie die Dateiablage. Es kann natürlich sein, dass der End-User den einen sucht im allgemeinen Kanal, der andere im Präsentationskanal und wir stoßen nicht auf die gleichen Ergebnisse. Ein gleicher Fall kann sein, dass wir einen Kanal hat, wo sogar noch ein einzelnes Team dazu gibt, weil vielleicht das Thema so gross geworden ist. Hier im Beispiel von unserem Team-Webinar-Serie kann genau gleich zur Verwirrung führen. Der Endnutzer findet je nachdem nicht das gewünschte Ergebnis. Das kann so weit gehen, dass Nutzer Teams erstellen,
für Themen, wo es vielleicht nicht ganz ideal ist, Teams zu nutzen, wo sich vielleicht andere Applikationen in der O365-Suite besser würden anbieten, wie zum Beispiel, wenn man ein Team erstellt für die persönliche Ablage, wo es andere Applikationen würde geben. Das weiss ich jetzt, ist ein Thema, das Dani später wird ansprechen. Ich würde an dieser Stelle gerne das Wort an Dani übergeben, der uns zeigen würde, wie wir mit diesen Schwierigkeiten in einer Organisation umgehen können. Gut, vielen Dank, Marus, für die Einführung ins Thema hier. Ich würde jetzt meinen Screen share, wenn das da alles klappt. Und die zentrale Frage ist eigentlich, wie ermögliche ich als Unternehmung langfristig meine Mitarbeiter produktiv und mit Freude, würde ich sagen, in Teams arbeiten, oder? Was man so erlebt, ist, in den ersten Wochen und Monaten stößt Microsoft Teams auf sehr, sehr gute Akzeptanz oder wird sehr gut adaptiert. Und wir finden es mega cool, dass man da alles kann konfigurieren und hinzufügen und dass man wirklich so seinen zentralen Arbeitsplatz kann einrichten und damit arbeiten. Nach ein paar Monaten kann sich, sage ich mal, ein bisschen Ernüchterung einstellen, insbesondere jetzt eben zu den Themen, wo der Maurus jetzt ausgeführt hat. Oder? Wir haben ein bisschen Problem, dass man Sachen nicht findet, dass wir Duplikate haben von Teams. Und das ist eigentlich das Ziel vom heutigen Thema oder vom Webinar. Was muss ich machen, dass ich eigentlich Teams auch noch in ein paar Monaten mit Freude und kann nutzen und eine gute Akzeptanz in meiner Unternehmung habe. Ich muss gerade schnell Folie wechseln. Genau so. Wenn es da geht. So, genau. Und das, ein Großteil von diesen Fragen, nicht alle, werden eigentlich so unter dem Thema Governance zusammengefasst. Und zuerst müssen wir uns eigentlich mal einigen, was verstehen wir denn unter Governance? Und so wie wir das bei uns definiert haben, das ist jetzt nicht nur eine Definition von der Beetroot, sondern wie sich das so ein bisschen etabliert hat, gibt es eigentlich die folgenden Themen da, die Sie jetzt gerade sehen, auf dieser Folie, die eigentlich bearbeitet werden müssen. Das sind zentrale Fragestellungen und auf die werde ich eigentlich jetzt alle kurz eingehen. Also zu jedem Kästchen, das Sie hier sehen, kommen jetzt zwei, drei Folien. Die werden wir so bearbeiten. Es ist jetzt heute halt ein bisschen weniger Demonstration, einfach rein aufgrund vom Thema. Aber am Schluss wird es noch einen Demo-Block geben, wo wir ein paar Sachen werden anschauen und sehen und ein bisschen besser fühlbar machen. Ich hoffe, Sie haben gleich müssen bei uns dabei zu bleiben und diesen Ausführungen zu folgen. Gut, ja, eigentlich die erste Frage, der Maurus hat vorher schon ein bisschen angetönt, so mit dieser persönlichen Ablage, ist eigentlich die Anwendungsfälle. Und für was wird Teams überhaupt eingesetzt in meiner Unternehmung? Und da gibt es Punkte, was verschiedene Teams-Typen soll es geben, also das ist zu klären, also dem zum Beispiel unterscheiden zwischen Arbeitsgruppen, Projekten, Abteilungen, was für eine Workload, wenn man dem so sagen will, oder was für Informationen will ich in Microsoft Teams verschieben. Vielleicht habe ich ja noch ein Netzlaufwerk, das ich nach wie vor einsetzen will für meine Teamablage, aus welchen Gründen auch immer, und nur Projekte werde ich in Microsoft Teams aufgebaut und bearbeitet. Und da muss ich eigentlich mal ein einheitliches Bild haben in meiner Unternehmung. Wie gehe ich mit Teams um und für was setze ich das ein? Und insbesondere ist die letzte Frage, denke ich mich ganz wichtig, für was wird der Teams nicht eingesetzt. Und was man da in der Praxis sieht, ist ein das Phänomen, das man hat. Man hat Teams und mit Teams will man dann alles erschlagen. Also man hat gemäss dem Spruch, wenn man nur einen Hammer hat, ist alles ein Nagel. Und gerade in dem Office 365 Umfeld innen hat man noch mehr Werkzeuge, wie jetzt Microsoft Teams. Microsoft Teams ist ein sehr wichtiges, aber es gibt ein paar Anwendungsfälle, die vielleicht besser in einer anderen Lösung abgedeckt werden. Gerade das, was der Maurus vorher demonstriert hat, die persönliche Dateiablage. Es macht nicht Sinn, dass ich jetzt für mich persönlich ein Teams eröffne und denen die Dateiablage mache. In der Regel kann man so sagen. Grundsätzlich gehört das in mein OneDrive hier, das auch Bestandteil ist von der Office 365 gewählt. Das ist zum Beispiel so ein Anwendungsfall, wo wir sehen, okay, wo man sich gut überlegen, passt da in Microsoft Teams ein oder nicht. Ein weiterer Punkt könnte ein das Thema sein, Communities. Das ist jetzt nicht ganz so schwarz-weiß, mit welcher Lösung dass ich das mache. Unsere Erfahrung zeigt, dass es, wenn es wirklich um Community-Arbeit geht, also im Sinn von
einer offenen Gruppe, die über die ganze Unternehmung soll verfügbar sein, wo ich zum Beispiel Wissen austauschen will, oder in einer grösseren Unternehmung, wo ich mich in Verbindung setzen mit dem Top-Management, also das Top-Management kann Informationen sharen, dass man Fragen stellen kann. Da ist man vom Tooling her eher bei einer Community und technologisch gesehen wäre das Yammer, der da hinterher ist. Das lässt sich inzwischen seit dieser Woche auch sehr schön in Microsoft Teams integrieren. Als eigene App kann ich vielleicht am Schluss auch noch ganz kurz zeigen. Aber da ist eigentlich Yammer besser geeignet, weil es genau für den Anwendungsfall ausgerichtet ist und eigentlich auch nur einen eingeschränkteren Funktionsumfang hat, was die ganze Bedienung und das Handling einfacher macht, beziehungsweise die Anforderungen besser kann abdecken kann. Was so diskutiert wird unter uns Berater oder in der Community ganz allgemein ist eigentlich, ist das Intranet oder der digitale Arbeitsplatz tot durch Microsoft Teams? Also wird das alles ersetzt durch Microsoft Teams? Unserer Meinung nach nicht. Es verlagert sich sicher ein gewisser Workload nach Microsoft Teams, aber es ist nicht so, dass jetzt Microsoft Teams für alle Anwendungsfälle gut geeignet ist. Zum Beispiel, wenn man Informationen teilen wie News und so, wo firmenübergreifend sind, wo einen offiziellen Charakter haben, oder wenn ich ein Qualitätsmanagementsystem aufbauen möchte, dann sehen wir das immer noch so, dass da ein Intranet oder eine Intranet-Lösung der richtige Einstiegspunkt ist und zentrale Punkt ist, für so Informationen zu sharen und die Sachen da zu integrieren. Oder auch Sachen, die ich nicht so häufig brauche, also nicht in meiner täglichen Arbeit, da wollte ich das nicht unbedingt gerade in mein Microsoft Teams integrieren. Und da sehen wir, dass solche Anforderungen oder solche Workload eher in ein Intranet einkommt. Wir sehen es auch noch ganz am Schluss. Schlussendlich sind ja die Grenzen fließend oder werden immer fließender auch zwischen den einzelnen Tools. Also das heisst, etwas, was im Internet drin ist, kann auch im Teams erscheinen und umgekehrt. Die Grenzen sind ja fließend, die da sind. Ich glaube, wichtig ist, zusammengefasst zu dem Thema, was mache ich mit Microsoft Teams? Wir müssen ein einheitliches Bild haben in unserer Unternehmung. Und es ist wahrscheinlich nicht einmal so wichtig, wie viel es im Teams drin ist oder wie viel im Internet drin ist oder für welchen Anwendungsfall ich Community und wo Microsoft Teams verwenden, sondern es ist wichtig, dass wir ein einheitliches Bild haben über die Anwendungsfälle. Also wie wollte ich die Tools einsetzen, wie wollte ich die verwenden? Und das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, die zu klären ist. Und insbesondere, für was ist Teams nicht? Und der letzte Punkt vielleicht noch da, was stelle ich ab, wenn ich Teams einführe? Das ist ganz allgemein, glaube ich, so ein bisschen in vielen Firmen eine Krankheit oder ein Problem. Man führt immer wieder neue Tools ein, aber es werden selten irgendwelche bestehenden Lösungen abgeschafft. Und das hat man eigentlich wirklich im Rahmen der Einführung von Teams sicher noch mal hinterfragen, kann man da Bereinigung vornehmen. Der nächste Thema, ich weiss, ist der ganze Erstellungsprozess, der zu klären ist. Und da ist eigentlich die Frage, wie und durch wer können so neue Teams erstellt werden? Ist auch schon erwähnt worden, eingangs. Das kann sehr schnell, also kann sich auch fast ein bisschen virusartig verbreiten. Microsoft Teams, wenn wir das offen lassen. Und man kann in der kürzesten Zeit in einer Unternehmung ein paar hundert Microsoft Teams haben. Also es wird für alles Microsoft Teams erstellt. Also für die lustigsten Anwendungsfälle oder wenn man irgendwie sich treffen zum Sport machen oder so, in einem ganz kleinen Kreis wird irgendein Team erstellt, wo nur 4-5 Leute drin sind, die nicht offiziellen Charakter hat. Oder für irgendein Thema werden Teams erstellt. Und das kann sehr, sehr schnell fast ein bisschen wuchernd sein, also dass sich das sehr schnell verbreitet. Und da muss ich mir eigentlich überlegen, wie eng will ich meine Benutzer führen. Also zuerst mal darf jeder Teams eröffnen. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich sehr schnell eine höhere Adaption habe, also sehr schnell Teams genutzt wird. Auf der anderen Seite habe ich das Problem, dass ich dann vielleicht ganz viele Duplikate habe. Und dass ich zu der Sitzung auslaufe, vom Projekt Kickoff oder von dem, wo das Projekt genehmigt worden ist, und zwei oder drei Leute das Teams erstellen zum gleichen Thema. Und das wollte ich eigentlich vermeiden, insbesondere die Duplikate. Das ist so eine Frage, die zu klären ist. Wie gehen wir mit dem um? Wie offen oder wie geschlossen wollen wir das machen? Und die andere Frage ist, wie werden die Teams erstellt? Sei das mit einem Standardprozess, wo man da ganz rechts auf dem Bildli anskizziert sehen, oder
soll das mehr geführt sein, wollte ich können Vorlagen einsetzen, dass meine Teams immer gleich aussehen. Das sind alles so Fragen, die sich rund um einen Erstellungsprozess dreht und geklärt werden. In dem Zusammenhang, und die nächste Frage ist auch, macht eine Namenskonvention Sinn? Wir denken, ja, das kann Sinn machen, insbesondere wenn man mit den Bordmitteln von Microsoft Teams arbeitet. Wenn das als Beispiel, oder? Dann werden wir nachher in der Demo nochmal sehen, oder? Dann zum Beispiel kann identifizieren, was ein Typ von Team das es ist. Also zum Beispiel hier mit ABC für Abteilung, sind alles Abteilungen innerhalb unserer Unternehmung, wo ich Zugriff habe. Projekte sind Projekte, Gremien sind Gremiensitzungen, wo ich da Zugriff habe. Das ermöglicht mich mit der Standardfunktionalität, mit der Suche zum Beispiel sehr schnell alle Abteilungen zu finden oder alle Projekte. Wir werden es da sehen. In der Standardfunktionalität kann ich eigentlich nur mit dem Namen von dem Team arbeiten und kann nicht mit zusätzlichen Metadaten arbeiten. Dann kann es in Unternehmungen so Wörter geben, die man nicht verwenden darf. Banwords. Das muss man sich überlegen. Gibt es da Richtlinien, was man verwenden darf? Wie Sachen sollen benannt werden? Und soll es zum Beispiel auch URL-Konventionen geben? Also das heisst, ja, für jedes Microsoft Teams, das ich da über einen Client eröffne, wird im Hintergrund auch eine SharePoint-Seite eröffnet, wo die ganzen Dokumente drin liegen, soll da auch noch eine URL-Konvention dahinter liegen. Standardmäßig ist das nämlich so, dass die URL gleich heisst wie das Team. Also wenn ich da apt-it mache, heisst die URL auch apt-it. Jetzt kann es aber sein, dass die Abteilung irgendwann umbenannt wird und dann bleibt die URL halt bestehen. Bei internen Geschichten oder internen Anwendungsfall ist es vielleicht ein bisschen weniger kritisch, wenn es da Richtung Extranet geht, zum Beispiel wie wir das machen im Projektgeschäft, wo wir mit Kunden zusammenarbeiten, die Projekte innen, und der Kunde ändert seinen Namen und die URL heisst dann halt noch so, wie sie alt ist, ist das unschön und kann auch ein bisschen weit zur Verwirrung führen. Oder die URL, die kann man zwar in der Zwischenzeit im Nachhinein ändern, aber wir empfehlen das eigentlich zu vermeiden. Und von dem her ist sich zum Beispiel überlegen, ob man bei Projekten mit Projektnummern arbeitet oder bei Kunden mit Kundennummern. Auch für diese Anforderung braucht es aber eine Drittlösung oder man muss es ein bisschen mit Workarounds machen. Ein weiterer Themenkreis ist die ganze Security und Compliance. Sehr ein wichtiger Teil und da geht es eigentlich darum zu klären, welche Sicherheitsanforderungen oder regulatorische Vorgaben zum Beispiel gilt es einzuhalten und müssen auch durchgesetzt werden. Das Offensichtlichste ist ja Zusammenarbeit mit Externen. Wenn man das zulässt oder wenn man das nicht zulässt, ich sage mal so, in der Regel, wenn wir ja Kollaboration betreiben, wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen mit Externen können Daten austauschen und wir wollen mit Externen können chatten und Kommunikation betreiben. Jetzt gibt es aber da ganz verschiedene Möglichkeiten oder Ausprägungen, wie das kann sein. Es kann zum Beispiel sein, dass man nur mit gewissen Firmen das zulassen will. Also zwischen Firma A und B, dann wird das gegenseitig berechtigt. Man kann sagen, dass man es generell offen hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Externe onboardet werden, also zugelassen werden auf die Umgebung. Zum Beispiel einfach jeder Mitarbeiter kann Externe einladen in meine Umgebung, in Microsoft Teams oder schlussendlich in mein ganz Office 365 Tenant. Oder das muss zentral erfolgen, irgendwie durch die IT, die die Externe einladen, dass man das noch im Griff hat und das kann managen. Und es gibt auch Drittlösungen, die das machen. Das ist also der Punkt gewesen, was haben wir eigentlich an Teams-Funktionen zulassen, wieder auch intern und mit externen zusammen. Soll man können Desktop-Sharing machen mit externen? Welche Apps soll ich intern können einsetzen? Zum Beispiel soll ich nur Microsoft-Apps verwendet werden können in Microsoft Teams oder soll ich da auch Apps von Drittanbietern verwendet werden? Und die Frage jetzt auch zu klären. Und sage ich mal so, am Anfang vielleicht eher ein bisschen restriktiv zu starten und dann das Notis noch zuzuschalten, weil im Nachhinein in den Benutzer irgendetwas wegzunehmen, was sie schon mal genutzt haben, ist eher schwierig oder führt ein bisschen zu Frustration bei den Anwendern. Datenhaltung, wo muss die Datenhaltung sein? Gibt es da verschiedene Anforderungen, zum Beispiel, dass Daten vom Mitarbeiter in den USA nur in den USA gehalten werden können. Da gibt es auch wieder gesetzliche Vorgaben, zum Teil je Branche. Wie tue ich das umsetzen?
von welchen Geräten soll ich zugreifen? Zum Beispiel soll ich Teams noch brauchen von Firmengeräten, die gemanagt werden von meiner Unternehmung? Oder soll ich von irgendeinem Gerät zugreifen? Also, ich kann daheim meinen PC anlassen und mich anmelden mit meinen User Credentials. Kommen darauf zu. Themen auch Zwei-Wege-Authentifizierung, die da zu klären sind. Oder Mobile-Apps, sind die zugelassen, sind die nicht zugelassen? Die haben einen grossen Themenkreis, je nach Branche, wo wir unterwegs sind und Anforderungen, die da drin gestellt werden. Das Thema Lifecycle-Management, da geht es ja darum, beim Eröffnen von diesen Räumen ist man sehr schnell und einfach, also sagen wir mal so, es werden schnell viele Räume eröffnet. Was nicht passiert, ist eigentlich dann nachher, dass man die Räume wieder löschen oder dass die gelöscht werden, die irgendwie nach einer gewissen Zeit. Und da gibt es sich auch von Anfang an gewisse Überlegungen zu machen, also wie bei der Erstellung haben wir schon angeschaut, wie werden im Betrieb gemanagt, was die können Teams archivieren, dass ich nicht mehr denen kann weiterarbeiten, werden die Teams gelöscht. Da gibt es auch wieder Standardfunktionalitäten, die Microsoft bietet und mit Drittlösungen sind eigentlich danach auch noch erweiterte Funktionalitäten möglich. Da könnte auch helfen, zum Beispiel, wenn man in einem Team noch Metadaten mitgeben, zum Beispiel das Projekt gehört zur IT, das Projekt gehört zu Finanzen, das Projekt gehört zum Standort A oder das Projekt gehört zum Thema X. Wenn ich so erweiterte Metadaten kann mitgeben kann, ist das sicher auch noch sehr, sehr hilfreich und eine gute Funktionalität. Analysefunktionen, wir haben den Printscreen, es gibt wieder im Microsoft Teams Admin Center innen, gibt es eine Funktion, wo ich überhaupt sehe, welche Teams werden noch genutzt und wann sind die zuletzt genutzt worden. Und mit der entsprechenden Lizenz, sage ich das mal so, von Microsoft, brauchst du eine Zusatzlizenz, kann man Teams auch automatisch löschen. Also zum Beispiel, wenn 180 Tage lang nichts passiert ist, dann wird das Teams einfach gelöscht. Das Thema Guidelines, Hilfsmittel. Was braucht es für einen Benutzer? Da sollte man sich auch Gedanken machen. Und ein Thema sind vielleicht so Golden Rules. Das ist, wie schaffe ich, was für eine Kultur wollte ich haben in Teams. Beispiel kann sein, verzichten Sie so weit als möglich auf E-Mails, ich verschicke Links anstelle Dateien. Wir bringen uns aktiv in Diskussionen, da geht es eigentlich um die kulturelle Veränderung auch noch dahinter, wie wir zukünftig zusammenarbeiten. Aber es gibt dann halt wirklich auch so die Beispiele, die der Maurus eingangs gezeigt hat, dass wir uns einigen, wie gehen wir mit Team um, wenn gibt es ein Team, wenn gibt es einen Kanal und wenn es gibt es einen Ordner. Wie tun wir Berechtigungen managen, Namenskonventionen, einfach, dass man alle die Sachen den Mitarbeitern aufbereitet und zur Verfügung stellt. Das Thema Rollen. Es gibt ganze Haufen Rollen, die in so einer Office 365-Umgebung wahrgenommen werden können. Vom Administrator über das ganze System, über den Teams-Admin, der wirklich nur Microsoft Teams administrieren, über den Besitzer von einem Team, über Member. Häufig gibt es noch so Key-User oder Champions, die ausgebildet werden und natürlich auch Support-Team. Und da wollen wir uns mal einigen, welche Rollen wir wirklich offiziell etablieren in unserer Unternehmung und was haben die für Aufgaben. Also, wer macht das Management von diesen Teams? Was ist denn die Verantwortung von einem Teambesitzer? Muss er das aufräumen? Tut er seine Kanäle bereinigen und so weiter? Und welche Freiheiten kommt er da mit über als Beispiel? Und das hat man auch einfach, das muss nicht ein Roman sein oder eine Doktorarbeit, aber einfach, dass man kurz sich einig darauf, welche Rolle gibt es und welche Funktionen und Aufgaben und Verantwortung haben die Rolle. Jetzt haben wir einen ganzen Haufen Folien gesehen, einen ganzen Haufen Themen und das ist eigentlich so wie die Basis, wo wir uns mal müssen darüber einigen, wie wenn wir Teams in unserer Unternehmung einführen und brauchen. Und wenn wir das mal haben, geht es ja darum, wie kann ich jetzt das implementieren, oder? Es gibt ein paar Sachen, die Microsoft Teams oder Office 365 standardmäßig zur Verfügung bringt, um das technisch zu implementieren. Aber ich kann eigentlich so drei grobe Cases unterstützen, wie das aussehen kann. Ob jetzt Benutzeranzahl genau das richtige Thema ist, um das einzugrenzen, aber es gibt zumindest mal einen Anhaltspunkt, oder, wie sich das anfühlen kann.
Vielleicht ist auch die Anzahl Teams ein wichtiger Indikator, wie fest dass ich jetzt das durchsetzen will, was ich jetzt hier vereinbart habe zu diesen Themen. Und so der einfachste Punkt, oder, in kleineren Unternehmen kann ich eigentlich einfach Regeln aufsetzen, das organisatorische Regeln, mache vielleicht noch ganz einfache Basiskonfiguration, was Microsoft Teams gibt, und wir einigen uns, wie wir in diesen Teams arbeiten. Zum Beispiel können wir sagen, wir machen immer einen Präfix, wenn wir ein Projekt eröffnen, PRJ, und dann ist das so, und dann wird das eigentlich so, so umgesetzt und auch so gelebt von den Mitarbeitern, funktioniert das recht gut. So der mittlere Teil ist, sagen wir so bis 100, da kann man gut mit den Bordmitteln arbeiten, die Office 365 bietet, also Teams Richtlinien. Man macht vielleicht Teams Vorlagen, einfach spezielle Teams, wo alle darauf Zugriff haben, die ich dann kopieren kann. Und es gibt so M365, sprich Microsoft 365 oder Office 365, Möglichkeiten, um die Governance durchzusetzen. Zum Teil im Standard, zum Teil mit zusätzlichen Lizenzen. Aber ich arbeite eigentlich dann mit den Mitteln, die man mir Microsoft zur Verfügung stellt, und baue eventuell noch irgendeinen Workflow ringsum, zum Beispiel für das Genehmigen von neuen Microsoft Teams. Und der maximale Ausbau, das ist da ganz rechts hinten, das ist dann durch den Einsatz von einem Zusatztool. Es gibt in der Zwischenzeit verschiedene Anbieter von so Governance-Lösungen oder Provisionierungslösungen für Microsoft Teams, und die bietet viele von diesen Funktionen oder unterstützt die Funktionen, die ich vorher erwähnt habe. Und was ich eigentlich gerne kurz würde zeigen, das ist das Teamwork, das ist aus dem Valo. Valo ist ein Produkt, also ein Produktportfolio, das wir vertreiben. Und das ist ein Modul daraus raus, wo eigentlich eben die Governance-Funktionalität oder die Erstellung von so neuen Teams unterstützt. Für das werde ich mal schnell PowerPoint-Präsentation unterbrechen. Ich setze jetzt meine Microsoft Teams-Umgebung im Browser gesehen. Ganz kurzer Moment, ja, das scheint der Fall zu sein. Und ich werde mal zuerst mal zeigen, was bietet der Teams zum Erstellen oder zum Erstellen von so neuen Arbeitsräumteams eigentlich an. Der Standardprozess sieht so aus, dass ich eigentlich da über, wenn ich die entsprechenden Rechte habe, ich kann da sagen, ich will ein neues Team machen. Ich kann dann entweder sagen, ich nehme ein bestehendes Team, oder, und kopiere das, oder ich mache das halt auf der grünen Wiese. Ich kann nachher sagen, was für ein Level das ich da will haben. Also ein privates Team heisst, ich muss eingeladen werden in das Team oder genehmigt werden, wenn ich beitreten will. Ein öffentliches ist, da kann jeder einfach beitreten. Und das Organisationsweit, das ist ein Spezialfall. Das ist eigentlich, alle Mitarbeiter sind automatisch Mitglied von dem entsprechenden Team. In der Regel mache ich hier ein privates Team, und jetzt kann ich eigentlich da genau den Namen eingeben und sagen da, mein Projekt heisst Einführung MS Teams, und ich sage da erstellen und that's it. Also das ist eigentlich alles, was ich da machen kann in dem Prozess. Wenn ich das so mache, dann erstellt es mir ein neues Team. Ich sehe das da unten. Also ist jetzt, was soll ich gerade dazu tun? Wir haben mal noch den Maurus dazu. Jetzt habe ich skippt, sorry. Aber ihr seht, das ist eigentlich die Stellung vom Team. Und dann kommt so eine Standardvorlage, wie das Team angestellt ist. Also ich habe hier mal meine Files, die drin sind. Ich habe mein Wiki und ich habe meinen allgemeinen Kanal, wie es auf Deutsch heisst, oder General-Kanal hier in meiner englischen Umgebung, wo ich mich drinnen bewege, oder mit meinem englischen User-Interface, wo ich da bin. Das ist eigentlich alles, was Microsoft so bietet im Standardprozess zum Eröffnen von solchen Lösungen. Wenn wir jetzt in Valo Team gehen, ich zeige das im Browser, dass ich da jeweils das Tab wechseln kann, das geht ein bisschen einfacher. Dann seht ihr, ich habe hier noch so einen neuen Knopf links hin, der heisst Valo, und das Produkt, das dahinter ist Valo Teamwork. Und wenn ich jetzt das hier starte, dann seht ihr, habe ich einen Erstellungsprozess, und ich habe, was vielleicht gerade mal auffällt, ich kann verschiedene Vorlagen auswählen. Also ich kann sagen, ich will ein Projekt mit Microsoft Teams, ich will eine Abteilung mit Microsoft Teams, das können wir so konfigurieren. Und hinter jedem von dieser Vorlage, also hinter jedem von diesem Typ, können sich unterschiedliche Teams-Vorlagen
verbergen. Also das heisst, Kanalkonfiguration, welche Tabs sind da, wie soll die Dateiablage aussehen, das wird dann nachher alles automatisch mit dem ausgeliefert. Eine Spezialität jetzt von dieser Teamwork-Lösung ist, ich kann darüber nicht nur Microsoft Teams zur Verfügung stellen, zum Beispiel, ich kann darüber auch alle anderen Kollaborationswerkzeuge von der Office 365 Welt zur Verfügung stellen für Endanwender und die werden da drinnen zusammengezogen. Also das heisst, ich kann zum Beispiel eine Yammer-Community darüber machen, also ich kann auch wirklich ganz einen einfachen Dateiaustausch machen, wo einfach eine SharePoint-Seite sind, so wie ein OneDrive, wo man Dateien austauschen kann, ich habe keine Kommunikation drin, sehr simpel gehalten. Die kann ich da alles integrieren. Wenn ich jetzt da weitergehe und sage, okay, ich mache so ein Projekt, dann sehen wir wieder die Art von dem Projekt. Soll das privat sein? Soll das öffentlich sein? Ich kann da wieder einen Titel geben. Teamwork einführen. Und ich habe jetzt zum Beispiel ob es im Standard schon mal nicht kann. Ich kann auch sagen, okay, ich habe jetzt hier manuell eine andere URL haben. Also ich kann sagen, da soll nicht der Name hinter dran sein, sondern soll eine Projektnummer dran sein. Ich habe Beschreibung, Beschreibung, wo drin ist. Ich kann die Owners zuteilen. Ich kann entscheiden, soll ich die externe User in diesem Projekt mitarbeiten oder nicht. Das ist eine Spielfunktionalität, die ich im Standard Eröffnungsprozess nicht auswählen und entscheiden. Und ich kann jetzt hier noch zusätzliche Metadaten mitgeben. Also das heisst, ich kann zum Beispiel hier sagen, der Maurus ist hier Projektleiter. Und das Projekt hat am Ende gestartet und das geplante Ende ist im Mai. Im Moment ist alles okay. Ich kann zum Beispiel noch Projekt-ID mitgeben. Ich kann sagen, was ist für ein Projekttyp. Sag mal, das ist eine interne Entwicklung, die das macht. Und ich kann jetzt eigentlich so den Antrag auf die Reise schicken und innerhalb von ein paar Minuten steht mir dann nachher dann, zur Verfügung. Jetzt gehen wir nochmal in den Standard zurück. Oder? Was habe ich jetzt da für Möglichkeiten? Also, das ist ein ganzer Eröffnungsprozess. Die Metadaten kann ich konfigurieren. Ich kann nachher dann, das sehen wir jetzt gerade, nach denen auch entsprechend suchen. Was habe ich für Möglichkeiten, wenn es um Suchen geht, im Standard drin, oder was ich machen kann, ist jetzt, wenn ich schlau gewesen bin und zum Beispiel mit meinen Präfix geschafft habe, dann kann ich jetzt halt so nach Projekt suchen, finden die alle. Wenn ich das nicht mache, dann kann ich halt einfach da Volltext suchen durch Kanal und Teams, also da suche ich mir immer gerade Kanal und die entsprechenden Teamnamen. Oder ich kann da wirklich alle meine Inhalte, die ich im Teams inne habe, suchen. Also wenn ich jetzt da Konzept suche, dann sehe ich halt, dass ich Message inne, was gibt es für Files und so weiter. Das sind eigentlich die Standardsuchfunktionalitäten, die mir Microsoft Teams davon anbietet. Und wenn wir jetzt da wieder unser Teamwork eingehen, dann habe ich auch zum Ende da wieder eine Volltextsuche, wie wir das kennt vorher, wo ich die entsprechenden Teams-Bezeichnungen durchsuche. Ich kann aber jetzt hier noch weitergehen und kann sagen, ich will nur Microsoft Teams vom Typ Projekt sehen und zum Beispiel Maurus soll jetzt hier Projektleiter sein. Und dann werden mir die entsprechend zusammengesucht und zusammengruppiert und ich kann nachher so einen Filter auch speichern für mich, kann den entsprechend platzieren und finde nachher so meine entsprechenden Teams. Wenn ich das gefunden habe, dann kann ich sagen, okay, das Projekt Einführung Valo, das ist eigentlich eines, was ich häufig brauche, das soll da gerade in meinem Teams in als Favorit gespeichert werden und dann habe ich das nachher dann nach einem kurzen Moment da innen nachher auch als Favorit gespeichert, wo da drinnen ist. Ich kann da innen zum Beispiel auch da wieder Dokumente suchen. Ich kann da innen auch meine Gruppe durchsuchen, wo ich jetzt nicht Mitglied bin. Und dann entsprechend beitreten in diesen Gruppen. Und wieder eben, was da speziell ist, ich sehe da nicht nur Microsoft Teams, sondern ich sehe da innen zum Beispiel halt auch irgendwelche Communities, ich sehe da innen irgendwelche Planner, wo nur Planner sind, ich kann da alles durchsuchen und filtern. Was noch weiter ist, oder? Ich kann jetzt die Gruppeninformationen gerade anzeigen, was sind für Apps aktiv in dem IT-Team innen,
Was hat das für Tags? Oder? Haben wir jetzt einen anderen Typ, Business Area, ein Projekttyp hinterher? Was haben wir da für einen Status? Und kann die nachher dann auch gerade so darüber wieder anpassen und modifizieren, die Geschichten? Oder ich kann so ein Team gerade archivieren und dann werden eigentlich alle Members werden aus dem Team rausgeworfen. Oder beziehungsweise haben Leserecht und der Owner behält das Schreibrecht. Das setzt man im Hintergrund wieder auf eine Standardfunktionalität auf. Also, wir sehen hier, das bietet natürlich etliches mehr, um den ganzen Erstellungsprozess unterstützen. Bietet auch das Thema mit Präfix- und Suffix-Geschichten. Also, dass, wenn ich sage, okay, ich wähle aus, das ist ein Projekt, das tut es mir automatisch vor einem Namen noch hinschreiben, PROI. Also das PRJ, das wir vorher gesehen haben, so Geschichten kann man alles implementieren. Ich kann Banwords implementieren. Ich kann mit verschiedenen Templates schaffen und habe natürlich viel bessere Suchfunktion innerhalb von dieser Geschichte. Jetzt, das Teamwork, das ist vielleicht ein bisschen der Übergang auch schon zum Thema von nächster Woche. Das kann ich irgendwo in meinem Intranet innen dann nachher auch integrieren. Und hier mal klicken und es lädt. Okay. Mal frisch laden. So, das kann ich dann nachher irgendwo auf meiner Seite oder auf verschiedenen Seiten in meinem Intranet auch platzieren und kann dann auch entsprechende Filter vorgeben. Zum Beispiel, dass ich irgendwo auf einer Seite nur alle IT-Projekte sehe oder so Geschichten kann ich nachher machen. Oder kann dann auch darüber wieder Gruppen eröffnen, die erstellt es mir dann genau gleich, wie ich es vorher gesehen habe. Und für Administratoren habe ich noch zusätzliche Funktionalität, dass ich so ein Admin-Portal habe, wo ich zum Beispiel meine Gruppe kann verwalten oder sehen, was gibt es alles für Gruppen da drin. Ich kann schauen, welche Gruppen haben zum Beispiel keine Metadaten ausgefüllt, kann das so zweckfiltern oder welche Gruppen haben keine Mitglieder oder welche Gruppen haben keine Besitzer. Ich kann das nachher so da verwalten, filtern, sehen, welche sind aktiv, was sind für Datenschutzrichtlinien, wer ist Besitzer. Alles so Sachen kann ich darüber machen. Ich kann da darüber auch meine Vorlagen verwalten, die ich jetzt im System konfiguriert habe. Das ist das Projekt Microsoft Teams. Da kann ich eine neue Vorlage machen. Ich kann sagen, ab einem bestehenden Team möchte ich eine neue Vorlage machen. So, ich kann nachher entscheiden, was soll in dieser Vorlage integriert sein. Und kann mir so eine neue Vorlage bauen und die zur Verfügung stellen. Und hat darüber auch die Möglichkeit, einen ganzen Genehmigungsworkflow einzuimplementieren. Das heisst, wenn ich irgendetwas beantrage, dass es zuerst muss genehmigt werden, bevor das zum Beispiel durch einen Vorgesetzten oder durch IT oder wer auch immer, dass man da bestimmt, bevor das Team erstellt wird. Das sind so die Funktionen, wo Microsoft out of the box nicht bietet in dieser Ausprägung oder ich muss selber entwickeln und da springen so Add-on-Tools ein. Wenn wir zurückgehen, noch kurz zur Folie, das ist eigentlich so das Thema Governance und Lifecycle Management eigentlich schon gesehen. Was gibt es sonst noch zu beachten bei einer Einführung? Und da ist sicher ganz wichtig, dass man die ganze Kommunikation, für was ist ein Tool, wie soll es eingesetzt werden, vor, während und auch nach dem Rollout gut im Auge passt oder auch Aktivitäten plant und Massnahmen plant, dann auch die kulturelle Veränderung soll unterstützt werden oder aber es ist so Golden Rules, wie wir uns verhalten und auch selbst wenn Sie ein IT-affines Unternehmen sind, gehen Sie bitte nicht davon aus, dass alle Ihre Endanwender einfach, dass man das kann stellen und dass die dann dort schlagen mit der Lösung. Es ist doch sehr mächtig und kann sehr viel. Geben Sie da Starthilfe, sonst werden ein paar komische Sachen passieren im Teamsinne oder Leute werden frustriert sein. Also, tun Sie die unterschiedlichen Rollen, Schulen, Endanwender, Helpdesk und Admin. Und nicht zuletzt überlegt Sie sich auch, ob die Supportorganisation da irgendwie muss angepasst werden. Ja, das war es zum heutigen Thema Governance und Lifecycle Management.
Das nächste Mal werden wir eigentlich Teams mit dem digitalen Arbeitsplatz verbinden. Wir haben vorher ganz kurz drin gesehen und wollen sehen, wie kann man das kombinieren, welche Punkte möchte ich in welcher Lösung gehen und wie verschmelzt sich das zusammen. Teams ist eine gute Lösung, aber es gibt, wie gesagt, gewisse Anwendungsfälle, die anders abgebildet sollten werden oder aus können werden zumindest. Und da werden wir das nächste Mal kurz darauf eingehen. Würde mich freuen, wenn Sie dort wieder teilnehmen. Ja, bis dahin, wenn es Fragen gibt, wir stehen sehr gerne zur Verfügung. Wir würden jetzt im Anschluss auch noch die offenen Fragen, wenn es gegeben hat, gerne beantworten. Und ja, sonst hoffentlich bis nächste Woche. Genau, ich würde jetzt Screensharing beenden und würde da schnell schauen, was es an Fragen gibt. Ich weiß nicht, Maulus hat mich da, glaube ich, schon unterstützt. Genau, eine Frage ist, Valo kostenpflichtig? Ja, Valo ist kostenpflichtig und muss separat installiert und konfiguriert werden. Das ist etwas, was wir machen. Die Frage, was ist Valo? Also die Preise, die können wir Ihnen gerne zukommen, wie das funktioniert. Das ist das Thema von den Add-ons, wie sich das lizenziert. Ich denke, da würden wir gerade auf die entsprechenden Leute, die hier im Chat angefragt haben, kurz bilateral zugehen. Dann eine Frage ist, wo sehe ich Preis, das ist auch eine Preisfrage, oder was ist die Voraussetzung für externe Benutzer? Das habe ich eigentlich beantworten wollen. Als externe Benutzer ist es so, pro interne Lizenz ist faustregelig, können Sie 3 externe User einfach einladen in Microsoft Teams. Also es ist nicht so, dass die auch noch eine Lizenz haben, dass sie die müssen lizenzieren. Also es ist so ein 1:5 Ratio, wo Microsoft da bekannt gibt. Ich weiß nicht, ob das wirklich durchgesetzt wird, aber es ist offiziell die Aussage, also für jeden internen User können Sie 5 externe einladen in Ihr System. Genau, die Konventionen sind aber nur für URL, jeder Benutzer kann, das ist so. Also, wenn ich jetzt auch über Valo Teamwork ein Team eröffnet wird, dann hat grundsätzlich der Gruppenbesitzer die Möglichkeit, das im Nachhinein zu ändern. Bin ich gerade unsicher, ob es da Möglichkeiten gäbe, in den Richtlinien, wer das da was kann machen, man das sogar könnte einschränken, dass im Nachhinein der Name kann geändert werden. Aber grundsätzlich ist es so, im Nachhinein könnte natürlich jemand den Namen oder den Besitzer von einem Team die entsprechende Bezeichnung überschreiben. Genau, das ist die gleiche Frage, die da reingeht, wie tut man es verhindern, dass das würde ich mal mitnehmen und würde im Nachgang noch probieren zu klären, wie man das kann machen. Gut. Ja. Wenn es keine weiteren Fragen gibt oder keine weiteren Inputs, dann wäre es das gewesen für heute. Würde mich freuen, nächste Woche Sie das letzte Mal zu dem Thema zu hören und sonst in der Zwischenzeit eine gute Zeit und vielen Dank für die Teilnahme.